Moin meine Freunde und willkommen zurück zu einem neuen genialen kleinen Spiel. Es wird das wohl entspannendste Projekt, das wir je hatten. Und trotzdem wird es für mich stressig, doch für euch pure Entspannung. Ihr könnt es als Einschlaf-Podcast nehmen. Wir werden Traveler's West spielen. Es geht darum, wir werden Barkeeper sein. Wir spielen dann gemeinsam in unserer kleinen Taverne, bauen die auf. Und bauen eine Oase der Ruhe, der Entspannung und der Genesung. Dazu habe ich meinen kleinen Toshi hier kreiert. Toshi ist ein Mann, ich hätte gerne blonde Haare gehabt. Aber er ist Gitarrenspieler, das passt gut zu seinem kleinen neuen Geschäft. Natürlich unseren Corporate Identity Farben. Und ja, was soll ich sagen? Ich hätte gerne blonde Haare gehabt, aber der hat keinen blonden Bart. Es gibt keinen blonden Bart, es gibt einen roten Bart. Aber keinen blonden Bart. Und das sieht schon mega strange aus. Deswegen habe ich gesagt, komm, dann machen wir es einheitlich. Und los geht's, meine Freunde. Ich habe schon ein bisschen vorher gespielt. Nein, Tutorial brauchen wir nicht. Ich habe schon ein bisschen vorgespielt. Ich habe von den Publishern einen Zugang zu der Closed Beta bekommen. Ah, okay. So, wir haben Zugang zu der Closed Beta bekommen von unseren Publishern. Ich konnte sie leider aber nicht euch zeigen, sondern ich muss warten, bis sie rein, bis sie offiziell ist. Und deswegen habe ich gewartet, bis die Version 0.4 endlich da ist und kann euch die jetzt zeigen. Und das machen wir gemeinsam. Das hier ist unsere kleine Bar. Wir haben hier unser Bier. Hier ist unser Inventar. Da können wir sehen, was wir den Leuten zu essen anbieten wollen. Hier ist unser erster kleiner Tisch, der ein bisschen was hermacht. Dann haben wir hier eine, ein Kamin. Oben haben wir Zimmer. Die Zimmer sind aber noch nicht offen. Die kriegen wir erst später, wenn wir Reputation hoch haben. Jetzt haben wir dann natürlich auch Hinterräume. Machen wir mal ein bisschen Holz da rein, weil es abends immer sehr schnell sehr kalt wird. So, Freunde, hier haben wir dann unsere Werkbank hier hinten. Da können wir aber erst rein, wenn die Reputation auf Level höher ist, Level 1 oder 2. Haben dann die Möglichkeit, dort unsere eigenen Sachen zu machen, wie Bier craften, sogar ein eigenes Rezept. Das Toshi-eigene Rezept. Hier oben seht ihr eine Uhr, wie so die Zeit ein bisschen verläuft. Hier haben wir dann den Keller, wo wir erst mit Reputation 10 reinkommen. Eine kleine Lagermöglichkeit, um ein paar Sachen zu lagern. Und unser Bett, das natürlich wieder nicht gemacht wurde. Mein Gott. So, das war jetzt alles ziemlich schnell. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz, was vor der Tür passiert. So, das ist unsere Taverne. Hier haben wir die Möglichkeit, immer sehr schnell ein bisschen Zeug zu sammeln. So, Holz und alles, was wir brauchen. Hier ist später der Zugang zu unserem Garten. Da kommen wir jetzt noch nicht rein. Und mit dem Garten können wir dann unsere eigenen Kräuter und Hopfen und alles, was wir brauchen, um unser Bier zu machen, anpflanzen können. Hier können wir Wasser sammeln, wenn wir das später machen. Hier kriegen wir später Quests, aber auch hier brauchen wir natürlich mehr Reputation. Und wir können Stuff, also Leute anheuern, die dann für uns das hier Ganze machen. Bartender und Housekeeper, die dann für uns putzen und was weiß ich alles. Aber dafür benötigen wir natürlich mehr Reputation. Hier kommen später unsere ganzen Lieferungen rein, die wir hier über den Briefkasten liefern. Ich hoffe, ich konnte euch so schon mal einen schnellen kleinen Überblick geben. Wir haben kein Geld, wir haben nichts. Und deswegen würde ich einfach sagen, öffnen wir unser Lokal. Jetzt sind wir hier open, das heißt, die ersten Leute werden kommen. Wenn wir nichts haben, dann werden die Grießbrei essen. Wir haben hier nichts. Ah, I could eat a horse. Ah. So, 60 Kupferlinge. Ja, ja, keine Sorge, ihr werdet alle bedient. 60 Kupferlinge. Und wir müssen halt neben dem Bedienen auch immer regelmäßig sauber machen, dass wir gucken, dass wir die Tische hier geputzt kriegen. Oder mit dem Mob ausgerüstet. Werfen die auch manchmal den Dreck hier auf den Boden. Da müssen wir das natürlich wegputzen. Jetzt in der Anfangszeit mega idyllisch. Wir müssen jetzt nichts machen, außer ein bisschen warten. Deswegen überspringen wir das ein bisschen und sehen uns gleich wieder. So, meine Freunde, wir haben jetzt die ersten 6 Customer bedient. Jetzt haben wir hier auch nochmal eine Bank und einen Tisch und noch eine kleine Kerze und können das Ganze erweitern. Damit wir das aber bauen können, müssen wir das Ganze wieder schließen. Wenn ich jetzt aber schließe, das werdet ihr sehr schnell sehen, deswegen gibt es den Begriff Last Order.
werden wir Reputation sonst verlieren. Wenn wir das einfach schließen. Also lassen wir die jetzt essen und wenn die gegessen haben, dann hauen die ab. Und wir können jetzt hier bauen. Wenn nicht closed ist. Also müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Ihr seht jetzt auch das erste Mal, dass der Tisch richtig dreckig ist. Also immer regelmäßig sauber machen. Jetzt müssen wir unseren Neuankömmling noch warten, bis er hier gegessen hat. Wir können auch ein bisschen schneller essen. Damit ist jetzt das Ganze geclosed. Der letzte ist raus. Im Baumodus und rein dafür. Immer so bauen, dass wir auch noch ein bisschen durch können. Dann können wir hier zwischendurch und alles sauber machen. So, jetzt können wir auch wieder eröffnen. Und so läuft das dann. Jedes Mal, wenn wir Umbau machen können, wenn wir jetzt hier genug 15 Münzen haben, wir haben momentan 4 Silbermünzen, können wir auch den Crafting-Raum aufmachen. Das bedeutet, wir brauchen noch ein bisschen Ding-Ding, die Leute wollen essen. Jetzt kriegen wir auch deutlich mehr Leute, also können wir viel schneller den Crafting-Raum aufmachen. Manchmal sehen die aber auch echt komisch aus. Was ist das denn hier, ein Schmied? Was, ein Helm? Okay. Keine Sorge, bei mir kommt jeder einmal dran. In Toshis West ist euer neue Oase der Friedseligkeit. So, 10 Bowl mit Cool. Jetzt haben wir Krog und Porridge, das wir verkaufen können. Das machen wir auch direkt. Hier setzen wir mal den Porridge rein. Das erste Fass kriegt Krog. Holen uns dann mal so ein schönes Bierchen. Schönen Krog, den legen wir dann da rein. Zack. Und zapfen uns ein bisschen was. Der Vorteil ist, wir müssen das dann gleich nicht frisch zapfen, wenn die Leute das haben wollen, sondern wir werfen das einfach da rein. Und wenn es soweit ist, dann kommen die. Gucken wir mal, ob wir schon genug Münzen haben. Nein, noch nicht. Ganz knapp. Gut, jetzt habt ihr dieses Drrrr gehört. Das bedeutet, hier ist schmutzig und wir müssen wieder unseren Job machen. Manchmal machen die auch Ärger. Ah, wir haben noch einen Platz. Guck mal an. Einer könnte sich noch da reinsetzen. So, positive Reputation ist immer gut. Wenn wir jetzt auch neue Kunden kriegen wie den, dann werden die auch die neuen Sachen bald mal bestellen. Porridge ist sofort ein bisschen mehr wert, 1,29. Also damit machen wir jetzt richtig Geld. Ein bisschen fehlt uns noch, wenn ich mich recht entsinne. 13? Ja, noch der. Und komm, komm. Guck, der hat hier auf dem Boden gepinkelt. Und deswegen... eine Fußmatte. Und deswegen müssen wir jetzt hier wieder sauber machen. Oh Gott, jetzt geht's los. Langsam fängt der Stress an. Wenn wir jetzt mal anfangen, nebenbei zu craften. Gott, was machen die? Die wissen schon, dass ich eine Toilette habe. Die müssen sich auf dem Boden pinkeln. So, wir machen jetzt hier weiter. Ja. Jetzt haben wir hier einen Ofen. Über den Ofen können wir auf jeden Fall kochen. So. Dafür brauchen wir aber einmal mit Wasser und Brennstoff. Wir haben jetzt deswegen ein bisschen Fuel gesammelt und können damit das hier anmachen und sagen jetzt ins Porridge so ein bisschen Burley rein. Bisschen Getreide, damit es besser schmeckt und das dauert auch nicht lang, dann ist das Porridge fertig. Und wir müssen halt gucken, dass wir immer genug da haben, damit die Leute auch das gute, teure Zeug kaufen. Krog will noch keiner haben. Guckt euch das an, hier alles versaut wieder. Oh Mann. Aber so ist das. Das Leben als Barkeeper kann manchmal sehr stressig sein. Wenn wir uns verbiegen, um die Leute glücklich zu machen. Wundert mich, dass noch keiner ein Bierchen wollte. Später können wir auch mehrere neue Sachen machen, wie ein Malt House, damit wir hier die Würzmischung vorbereiten können für das Bier. Ich mache hier noch einen. Und baue mir dann jetzt mit 6. Also Building-Modus. Bauen wir jetzt hier den Malter rein. So, hier ein bisschen Zunder. Und hier noch ein bisschen Porridge.
Und jetzt haben wir genug zu essen. Und wir demnächst unser eigenes Bier. Wir werden jetzt bedient. Oh je. Wie es hier aussieht wieder. Das Problem ist, wenn es schmutzig ist und kalt. Ihr seht hier die Temperaturanzeige. Wenn es nachts kalt wird und ganz viel Schmutz ist, dann kriegen die eine negative Reputation. Das bedeutet, dieser Balken an Fortschritt, den wir hier gewinnen, geht dann wieder rückwärts zurück. Und das ist schlecht. Und dann kriegen wir kein Progress und kein Fortschritt. Bedeutet, dass es ziemlich schnell mit uns zu Ende geht. So, wir haben jetzt hier leere Eimer. Die können wir jetzt schön füllen. Die können wir natürlich noch nicht machen. So. Denen geht's gut. Die sind alle genährt. Oh, 107 Reputation. Also, sieht gut aus. Leute. Very well. Sieht geil aus. So. Ich will jetzt auch nicht so viel Porridge machen. Weil, dann haben wir nicht mehr genug für anständiges Bier. So, zwei Bestellungen warten. Was, nur das billige Zeug? Jetzt haben wir wieder das Gute. Aber noch keiner wollte Bier haben. Ist was, habt ihr das gesehen? Jetzt können wir sogar 1,31 verlangen, weil wir das Rezept noch ein bisschen verfeinert haben. Und je besser wir die Sachen später machen, desto besser wird es. Guck mal, hier sehen die silberne Schüssel mit dem billigen Brei und die Schüssel mit dem guten Zeug. Keiner will ein Bier, Wahnsinn. I was fine, fine, girl. So. Wir haben ein bisschen Porridge fertig gemacht. Und das reicht jetzt an Porridge. Ah, guck mal, denen geht's gut. Die fühlen sich hier wohl. So. Das ist das Wichtigste. Und ihr seht, wie schnell das passiert, dass die Tische hier wieder dreckig sind. Und wenn wir später noch mehr Tische haben, dann wird das richtig stressig. Also für mich, für euch ist das entspannt. Ah, unser erster Krog. 99 Pfennig. Das ist jetzt nicht so viel. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr erwartet. 37 Silbermünzen. Ich brauche schon Goldmünzen, damit wir uns hier ein bisschen erweitern können. Ihr seht ja auch immer die Uhr. Wir haben jetzt 6 Uhr an einem Montag. Das bedeutet, eigentlich fängt jetzt sogar die Washover an. A friend and a morgue with beer. Also ich kann dir das Bier geben, aber Freunde musst du dir selber suchen. Guck, der hat nur 18, weil der den billigen Fraß gekriegt hat. Der hat 108, weil der das gute Zeug gekriegt hat. Also es macht schon einen riesen Unterschied. Wenn es dann Abend wird, ist es natürlich kalt, dann müssen wir hier den Ofen anmachen. Danke dir, very well, Kip. So, jetzt haben wir das und jetzt kriegen wir die nächste Erweiterung. Yay, jetzt können wir das bauen. Hier machen wir jetzt was rein und sagen, mach uns eine milde Würzung. Shanty! Okay, jetzt können wir Technologie machen. Und hier noch ein Moldbrew. Und ja, die essen doch ein bisschen viel im Moment. Dann hauen wir uns noch ein Porridge rein. Nur so, damit da immer ordentlich zu tun ist. So, die haben wir bedient. Jetzt machen wir sauber. Was meckern die? Ah, seht ihr, die Temperatur ist schon um die Hälfte gefallen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir früh genug das Feuer anmachen. Bevor es nachher zu Streitigkeiten kommen könnte. So. Das
Es dauert jetzt ewig, bis das Spiel fertig ist. Also können wir gleich, wenn wir den Laden zugemacht haben, mal in Ruhe schlafen gehen. Yay! Jetzt haben wir unter... Diese unter... Dinger. Die unter den guten Bierkrug kommen. Na, guck mal, jetzt kommen die alle. Jetzt kommt Rush Hour. So. Was hat der denn dann gemacht? Der ist doch gerade erst reingekommen, hat den Dreck von draußen mitgebracht. Geschirr rumgeworfen, ich werd bekloppt. So, können wir denen die Dinger jetzt schon geben? Ja. Du kriegst das und das Essen. Du siehst schon aus, als würdest du hier Sauerei machen. Wow. So. Und mir nicht so viel Dreck, ihr Lümmel. Mann, wir gucken hier mal weiter. Ja, ich sag mal, nicht so viel Dreck. Flasche umgeworfen. Ist okay. Hau rein. Noch mehr zu essen. Was esst ihr denn alles? Ihr seid richtige Lebensmittelvernichtungsmaschinen. Du brauchst noch ein bisschen. So, wir werden sehen, dass wir noch nicht so viel können. Mit den wenigen EP, die wir haben. Gleich ist es 10 Uhr, da machen wir Zapfenstreich. Haben wir genug verdient. Wie viel haben wir denn noch? Immer schön im Auge behalten. Noch 70, ist okay. Nicht mehr so viel Krog. Ja, warte, ich zapf gerade altes Bier. Denn Charles schmeckt das einfach besser. Ey, du willst ein frisches Zapftes hier. Ah, noch ein frisches Zapftes. So, jetzt aber Ruhe. Weil wir ja nichts zu tun haben, immer so ein bisschen den Boden wischen. So, 107, das ist gut. So, unser erstes Bier ist fertig. Jetzt müssen wir es aber noch fermentieren. Ah, wir brauchen dafür Wasser. So. Derzeit können wir hier schon mal so ein Bitterhopfengebräu machen, so ein mildes Ale. Dann haben wir mal eine Abwechslung. So. Holen wir uns schnell noch Ale, bevor die wieder alles dreckig machen, die Schmutzspatzen. Na, ich denke, ist gut. Ja. Wartet mit den Bestellungen. Ich hole auch schnell Wasser. Ich muss so schnell zum Brunnen. Einen Moment bitte. So. Krass, die wollen alle Krog. Alten Säufer. Kein Krog? Nein, wir müssen machen. 1, 2, 3, 4 frisch gezapfte. Zack, 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 zack. Nee. Ey, Leute, ihr macht mich arm. Du bist auch Krog, ne? Nee. Doch, jetzt. Ein Krog noch. Wieso wusste ich das? Erst den ganzen Tag packt ihn kein Krog an. Und jetzt, so gegen Abend, besaufen die sich. Und weiter geht's. Machen wir noch schnell hier sauber. Können wir eigentlich sagen, gleich Zapfenstreich. Machen wir schon mal ersatzweise noch ein mildes Ale. Und ein bisschen Porridge. Die haben wir nicht mehr. Ah, was willst du? Gut. Leute, wir haben schon Mitternacht durch. Wir machen jetzt hier Zapfenstreich. Last Call. Mit den Papierdingern sieht das auch viel authentischer aus. She was a fine, fine girl. Me pick.
Oh, wir haben kein. Oh, oh, wir haben kein Holz mehr. Die Leute hauen ab. Boah, Glück gehabt. Yay, new milestone. Glück gehabt, dass sie. Guck, schon auf 84 runter, weil wir ganz kurz mal kalt hatten hier. So, das war's. Wir machen jetzt hier ein bisschen sauber die Boot und dann geht's ab ins Bad. Ab in die Haie. Wenn wir zu lange wach werden, bleiben, sind wir nämlich auch kaputt. Also gehen wir jetzt ins Bettchen und schlafen. In diesem Sinne, er hat dann direkt gespeichert. Und wenn euch das Projekt gefällt, gerne abonnieren, gerne mitmachen. Ja, ihr seht, ich habe ein paar Stunden verballert und habe dann hier noch einen schnellen anderen Speicher gemacht, als ich die Closed Beta gespielt habe. Die Sachen sind fertig. Und wie wir jetzt weitermachen und unser erstes eigenes kleines Ale aufbauen, das sehen wir in der nächsten Folge. Also gerne wieder einschalten. Und bis dann, euer Toshi. Ciao.